Ja, hallo. Wieder ein kleiner Quick-Tipp. Und zwar, es geht darum, weil einige mich mal darauf angesprochen haben, Mensch Günther, ich kann mir so schlecht etwas merken, irgendwie bin ich doof. Ich möchte ganz gerne dir da eine kleine Motivation geben, denn keiner ist doof. Du musst nur die Technik verstehen, nicht? Um die es geht. Und zwar, da möchte ich dir mal helfen und zwar auch dir beweisen, dass du gar nicht so doof bist und dir alles so merken kannst, wenn ich es jetzt sage, dass du auch das noch weißt, wenn wir uns mal irgendwann in 30, 40 Jahren treffen, auf dem Bahnhof oder so, dass du es mir nochmal sagen kannst. Also jetzt höre mal genau zu und spreche mir das dann gleich, wenn ich es gesprochen habe, versuche es mal nachzusprechen. Also Zweibein sitzt auf Dreibein und hält ein Bein. Darauf kommt Vierbein zum Zweibein, klaut ihm ein Bein, darauf nimmt Zweibein drei Bein und haut vier Bein. Und jetzt wirst du sagen, sag mal, ist er jetzt bescheuert? Das kann ich mir ja gar nicht merken. Und ich sag's aber nochmal, vielleicht kannst du es dir dann besser merken. Also Zweibein sitzt auf drei Bein und hält ein Bein. Darauf kommt Vierbein zum Zweibein, klaut ihn ein Bein und darauf klaut ihn ein Bein, nicht? Darauf nimmt zwei Bein, drei Bein und haut vier Bein. Kannst du es dir jetzt merken? Ja, mit Sicherheit auch nicht. Und das ist der ganze Trick. Wenn einmal etwas als Film bei uns gelaufen ist, dann können wir es nie wieder vergessen. Und damit du es jetzt innerhalb von ein paar Minuten, und ach, das sind ja keine Minuten, das ist ja vielleicht nur 20 Sekunden, es dir für immer merken kannst, solange du lebst, müssen wir einmal es als Film einmal abspulen lassen und dann musst du es dir nicht mehr merken. Und ganz wichtig ist, wenn wir es jetzt als Film laufen lassen, dass du nicht darüber nachdenkst, ich muss es mir merken, sondern du musst nur eins, da sitzen wie im Kino, ganz, ganz entspannt sein und einfach den Film in dir aufnehmen, den ich dir jetzt sage. Und dazu schließe jetzt bitte mal deine Augen. Also, du siehst einen Menschen, das ist ein Zweibein, der sitzt auf ein Hocker, auf drei Beinen. Und du siehst auch in deinem Film, er hält in der Hand ein Einbein, ein Hähnchenschenkel. Nennen wir es mal so. Du siehst jetzt einen Menschen auf dem Hocker sitzen mit einem Hähnchenschenkel. Also zwei Beine, sitzt auf drei Beinen und hält ein Bein. Nicht? Der Film läuft. Nichts merken wollen. So, jetzt kommt vier Beine, ein Hund, zum zwei Beinen, zum Menschen und klaut ihm ein Bein, also Hähnchenschenkel, klaut ihm dieses Hähnchenschenkel, so, der Film läuft, so, jetzt nimmt Zweibein, der Mensch, den Hocker, Dreibein und haut Vierbein. Und der Film ist jetzt abgelaufen und du hast dir nichts gemerkt. Und jetzt ist ja auch keiner bei dir, nicht? Du musst dich ja auch nicht irgendwo einer Prüfung stellen. Aber jetzt überleg mal, wie einfach das jetzt wird, ne? Wenn ich jetzt das nochmal spreche. Also, Zweibein sitzt auf Dreibein und hält ein Bein. Darauf kommt Vierbein zum Zweibein und klaut in ein Bein. Und darauf nimmt Zweibein, Dreibein und haut Vierbein. Und weil du es ganz entspannt in dir aufgenommen hast, total unverkrampft, kannst du es nie wieder vergessen. Auch nicht in 30 Jahren, sollten wir uns mal zufällig irgendwo treffen. Das war der Quick-Tipp. Hallo. Ja, noch ein kleiner Nachspann. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn Sie diesen Kanal abonnieren würden. Und wenn Sie unten ins Bemerkungsfeld schauen, da haben wir auch dann dementsprechend zu den Themen noch interessante Links. Wir sind auch bei Facebook zu finden und den Link gibt es dort auch. Danke, ciao.